Guten Tag, heute werden wir Gnocchi mit spanischen Würstchen Chorizo in Tomatensauce zubereiten. Dafür brauchen wir Kartoffeln, spanische Würstchen Chorizo, Eier, Schalotten, Tomaten, Mehl und zum Zubereiten der Kartoffeln werden wir ebenfalls Thymian, Rosmarin, ein Lorbeerblatt und Pfefferkörner verwenden. Als erstes kochen wir ungeschälte Kartoffeln in einem Kochtopf mit Wasser. Salzen und fügen unsere Gewürze rein. Unsere Kartoffeln sind gar. Wir gießen sie ab und fangen an, sie zu schälen. Es gibt zwei Methoden dafür. Entweder man nimmt sie mit einer Gabel und pellt sie mit dem Messer. Oder wie ich es jetzt mache, in Küchenpapier legen und sie dann mit der zweiten Hand schälen. Gnocchi sind über 2000 Jahre alt. Deswegen gibt es auch viele verschiedene Arten, wie man diese zubereitet. Wir jedoch machen eher modernere Gnocchi, da die Kartoffeln erst im 16. Jahrhundert Europa erreicht haben. In einigen Ländern und vor allem in Südamerika sind sie auch ziemlich berühmt. Es gibt einen Brauch, dass wenn man jeden 29. Tag im Monat Gnocchi zubereitet und Geld unter einen Teller mit ihnen legt, dann im nächsten Monat viel Erfolg erwarten könnte. Wenn Sie es möchten, können Sie es ja auch mal ausprobieren. Die Kartoffeln habe ich jetzt zu Ende geschält und solange sie noch heiß sind, drücke ich sie durch so eine Presse. Wer so eine Presse jedoch nicht besitzt, kann sie auch im Fleischwolf zerkleinern. Die Kartoffeln auf eine Arbeitsfläche ausdrücken, auf der wir die Gnocchi zubereiten werden. Mehl hinzufügen und zu einem Teig verarbeiten. Eigentlich kann man Gnocchi auch ohne Eier zubereiten. Dann wird der Teig eher luftig, aber ich füge lieber doch ein Ei dazu, weil es dann einfacher ist, mit dem Teig zu arbeiten. Ich füge erstmal ein Ei rein. Ein Ei hat mir dann doch gereicht. Die Konsistenz des Teiges ist perfekt geworden. Den fertigen Teig in 6 Teile teilen und zu daumendicken Rollen rollen. Jetzt in ungefähr 2 cm große Stücke schneiden. Und als nächstes genau so auf die Gabel raufrollen. Es soll dann ungefähr so aussehen. In eine Platte legen. Mit dem restlichen Teig genau dasselbe machen. Für unsere Gnocchi bereiten wir nun die Soße vor. Als erstes pürieren wir die Tomaten. Schalotten fein würfeln. Für eine Portion wird uns so viel reichen. Die Schalotten im heißen Öl glasig dünsten. Chorizo in Scheiben schneiden und zu den Schalotten geben. Chorizo-Würstchen sind berühmt dafür, dass sie einen großen Anteil an Paprika haben. Die Tomatensauce dazugeben. Salzen. In die kochende Soße geschnittenes Oregano, Rosmarin und Thymian geben. Damit die Soße nicht sauer wird, fügen wir ein wenig Butter und eine Prise Zucker dazu. Die Butter ist geschmolzen und hat sich mit der Soße vermischt. Nun probieren wir die Soße auf Salz und Pfeffer. Perfekt so. Jetzt kochen wir unsere Gnocchi. Das Wasser aufkochen lassen und Salz reingeben. Vorsichtig die Gnocchi in das Wasser legen. Wenn Sie zu viele Gnocchi gemacht haben, können Sie sie auch in der Kühltruhe aufbewahren. Wenn die Gnocchi sich an der Oberfläche zeigen, kocht man sie noch 2 bis 3 Minuten. Die fertigen Gnocchi in die Tomatensauce legen. Nach Geschmack etwas salzen. Und aufkochen lassen. Unsere Gnocchi in einen tiefen Teller legen. Mit etwas Grün garnieren und sofort an den Tisch servieren. Das ist sehr lecker und wird ziemlich leicht zubereitet. Guten Appetit!